Boah. Armes Ding. Was ist das eigentlich heute mit den ganzen überfahrenen Tieren? Schau mich nicht so an. Es riecht nach Bauernhof hier. Und nach überfahrenen Tieren. Lass uns den Geruchssimulator deaktivieren oder schleunigst von hier verschwinden. Okay, mal wieder als Neil unterwegs, als Watts. Und hier ist die Leitplanke vollständig, sehe ich gerade. Mal was anderes. Es sei denn, wir sind einfach nur ein Stück verrutscht, verrückt, verrutscht. Ja, sind wir auch. Und da steht ein Pferd rum. What? Wo kam der Bus her? Natürlich von der Straße, ich weiß, aber naja. Wow! Lass es sein! Was genau soll ich sein lassen? Das weißt du. Ich soll es sein lassen, nicht auf diesem Pferd zu reiten. Wie alt bist du? Fünf? Jeder Mann wird neun und wächst dann nur noch, Dr. Rosaline. Das sollte man wissen. Okay, ich werde auf keinen Fall nicht auf diesem Pferd reiten. Hüa! Hör auf, Zeit zu verschwenden, Neil. Ja, der Professionelle von uns beiden, ne? Oh Mist! Das ist nicht gut. Ah! Nun tu doch nicht! Steh doch nicht blöd in der Gegend rum! Hol mich hier runter! Verdammt! Das stand nicht in meiner Stellenbeschreibung. Notiz zu Dr. Neil Watts erhalten. Kann nicht reiten, oder was? Schauen wir mal. Dorftrottel! Schön. Ja, das passt. Und war jetzt etwas zu schnell gewesen, um es lesen zu können. Tut mir leid, aber ich glaube, es war nicht allzu wichtig gewesen. Von daher passt das schon. Und tatsächlich, hier stand mal ein Bauernhof. Oder zumindest ein kleiner Viehstall oder wie auch immer. Und da ist River. Und Johnny. Ob das wirklich eine gute Idee ist? Sie kommt schon klar. Sie macht das nicht zum ersten Mal. Aber sie ist bisher noch nie alleine geritten. Ich kann das. Ich bin kein Kind. Oh! Oh! River! Und sie kann es. Worauf wartest du? Komm schon! Hey, warte auf mich! Ich frage mich, ob Neil schon von dem Pferd heruntergekommen ist. Hey! Ich glaube nicht. Das hier liegt 20% über meiner Belastungsgrenze. Was für ein Volltrottel. Oh, wir dürfen reiten? Ach, zum Maiskolben damit. Cool. Bewegung jetzt mal mit den Pfeiltasten. Leertaste zum Drücken, zum Galoppieren. Oh. Mensch, das wird ja richtig komplex jetzt hier. Das ist aber schick. So, ich glaube, wir sollen einfach nur an den beiden dranbleiben. Oh, da sind sie. Da ist zumindest River. Mal gucken, wo John dabei noch ist. Bleib stehen, River! Oh, ich hänge fest. Hi, Neil. Kann ich dir helfen? Hier, kann ich irgendeinen Stunt machen, um dich runterzuholen? Ich danke dir! Das hat ja tatsächlich funktioniert. Ich bin erstaunt. Autsch. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Ganz ehrlich. Oh, er hat was. Das Memento. Nein, sowas. Okay, dann müssen wir aber erst noch die restlichen finden, natürlich. Mal schauen, wo die sind.
Vielleicht müssen wir auch einfach mit... Jetzt hänge ich schon wieder. Das ist ein bisschen komisch. Die Steuerung ist etwas träge, würde ich sagen hier. Gut, das liegt aber nur daran, dass es nur... Ja, immer wenn ich irgendwo dagegen galoppiere. Was? Wofür gab es den denn jetzt? Okay, ich scheine wirklich einfach nur die Gegend erkunden zu müssen teilweise. Reiten wir mal hier oben lang. Na. Aber die Musik ist schön und die Gegend auch. Das ist richtig hübsch gemacht. Ja, immer wenn ich irgendwo dagegen renne, dann hakt's kurz. Aber naja. So. River Schätzelein, wo bist du denn? Da ist sie. Oh, ich hänge schon wieder. Verdammt. Ah! Blöde Bäume, wer stellt denn die überall hin? Halt, River, warte! Yes! Hat funktioniert, wir haben gleich 2 Memory Links erhalten und damit haben wir alle 5. Und dann wollen wir doch mal schauen. Ich finde auch schön, dass jetzt mal ein paar fröhlichere Erinnerungen kommen hier. Das gefällt mir. Ist das ein Vogel? Schauen wir mal. Nein. Der Rucksack ist es. Okay, wie viele haben wir? 4 im Ideal. Oh Gott. Schauen wir einfach mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, das war nicht so gut, glaube ich. Oh Gott. Wie mache ich das jetzt? Ah, ich würde es gerne nochmal resetten, das Ganze. Das war irgendwie nicht so richtig. Verdammt. Was hatte ich jetzt eigentlich? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gedrückt habe. So auch nicht. Okay. Mist. Das wird eine Nullnummer. Das wird eine richtig miese Runde, glaube ich. Oh je, oh je, oh je. Ich mach mal so. Ja, das sieht schon mal aus, als ob es das werden könnte. So langsam. Ich bin ja nur schon 8 drüber. Oh Gott. Das war schlecht. Aber naja, was soll's. Dann wollen wir... Entschuldigung. Das ist mein toller Vorverstärker an meinem Mikrofon. Ja, der wackelt, wenn ich hier irgendwie an den Tisch komme. Egal. Weiter geht's. Wir sind beim Arzt, glaube ich. Werden wir jetzt endlich was über Rivers Krankheit erfahren? Die Diagnose steht fest. Ja, wir sind uns einig, was die Ergebnisse angeht. Leider, und dieses Schicksal teilen sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind, kommt die Diagnose spät. Hätten sie davon schon gewusst, als sie noch klein waren, hätte es ihnen vieles ersparen können. Haben sie irgendwelche Bücher darüber? Dieses hier ist von Tony Atwood. Er ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Sie können es erst einmal ausleihen, kostenlos. Brennen Sie uns nur nicht damit durch. Danke, Doc. Nun, sind Sie beide ein Paar? Unverheiratet und ohne sonstige rechtliche Bindung. Ja, ich verstehe. Nun, ich könnte Sie an einen spezialisierten Therapeuten überweisen, wenn Sie das möchten. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung? Nein. Und wie sehen Sie das? Nein. Alles in Ordnung. Wie auch immer, Sie sollten das Buch ebenfalls lesen. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Ich lieber nicht. Wieso nicht? Nun gut, es ist Ihre Entscheidung. Für die vorläufige Behandlung gibt es die sogenannte Hypotherapie. Die könnte ihr helfen. Aha, die Pferdetherapie, alles klar. Eine Ranch nördlich von hier bietet sie an.
Ich könnte das in die Wege leiten. Ich hab's dir doch gesagt. Wir müssen nur noch herausfinden, welche Krankheit ist es, an der River leidet. Entschuldigen Sie, können Sie bitte die Uhr leise stellen? Sie kann das Ticken nicht gut ertragen. Ist nicht so schlimm, ich halte es schon aus. Kein Problem, das mache ich gerne. Falls es noch etwas gibt, was Sie beunruhigt, sagen Sie mir einfach Bescheid. Mit einem Satz auf die Theke, okay? Vielen Dank. Das erklärt dann wohl die Uhren im Haus. Stimmt, da war ja was. Das Uhrenticken, stimmt, die Uhren haben alle nicht getickt. Die waren ja alle etwas seltsam gewesen. Uhrenticken, etwas, das River nicht leiden kann. So, können wir noch... Nein, mit den beiden können wir nicht mehr irgendwie interagieren oder irgendwas uns anhören. Aber die Uhr, die Uhr, die Uhr. Wir gehen nochmal zur Uhr. Gehst du nochmal zur Uhr? Danke. Aber ich kann sie nicht... Also das ist ein bisschen ungünstig gemacht. Ich kann die Uhr gar nicht anschauen, weil ich nicht direkt davor treten kann. Das ist ein... Ach, ich sehe es gerade. Okay. Und die Uhr ist unser Memento. Gut, ich nehme alles zurück. Ich muss bloß richtig hinschauen. Notiz, Tony Atwood erhalten. So, Tony Atwood, der Autor einer Buchreihe über Rivers Störungen. Ja, was hat sie denn jetzt eigentlich? Das wird uns nicht verraten. Und wir haben erst 2 von 5 Memory Links. Hier ist noch einer. Eine einfache gelbbraune Handtasche. Zumindest haben wir schon mal 3. Die Liege ist vollkommen uninteressant, okay. Rausgehen können wir nicht. Hier war noch was. Das Schnabeltier. Ich sehe es doch schon und das wird 2 Memory Links geben, denke ich mal. Geh doch bitte mal zum Schnabeltier. Ein Plüschschnabeltier. Ich kann es nicht fassen, dass diese Scheußlichkeit schon so früh in den Erinnerungen auftaucht. Da hat jemand sein Plüschtier wohl sehr sorgsam behandelt. Und hat er, was Tiere angeht, einen ziemlich miserablen Geschmack. Halt die Klappe. Weißt du... Ja, das kennen wir schon. Gut, jetzt brauchen wir nur 1 noch. Ich dachte, das Schnabeltier würde 2 geben, aber gut, dadurch, dass die beiden getrennt waren, hätte man sich das schon denken können. Dass das nur einen gibt. Können wir vielleicht hier, das, was auf dem Tisch liegt, können wir das noch lesen? Nee. Und hier runter können wir auch nicht? Tja. Bringen wir erstmal die anderen 4 Memory Links an. So, ich finde das Schnabeltier so süß. Vor allen Dingen, dass das überall immer mit dabei ist. Muss ich gleich wieder dran denken, wie er am Grab von River stand und das mit dabei stehen hatte. Wie es neben ihm saß. Vielleicht müssen wir einfach nur mal hier hinter irgendwie? Nee. Tja. Wo ist der letzte Memory Link? Tja, so groß ist der Raum ja nicht. Eigentlich kann es nicht so schwer sein, das zu finden, was wir suchen. Unser Schnabeltierchen ist es immer noch nicht. Tja, das mit der Uhr, Da oben können wir auch nichts anderes machen, ne? Jetzt bin ich ja überall schon 5-mal drüber gegangen eigentlich. Wenn hier jetzt noch direkt etwas wäre, dann hätte ich das doch schon längst eigentlich finden müssen. Na, du solltest nicht runtergehen, du solltest hier vorne lang gehen. Aber das geht offenbar nicht. Schade. Lustiges Geräusch. Tja, wir brauchen aber wirklich noch den Memory Link. Hier drüben sitzt noch jemand, sehe ich gerade. Habe ich noch gar nicht bemerkt bis dahin.
Tja. Schnabeltier, hilf mir. Oder auch nicht. Ach, das war bloß die Uhr, okay. Es muss hier oben mit drin sein. Unten im Wartezimmer ist nichts mehr. Die Handtasche hatten wir auch schon. Wir können mit River nichts machen, wir können mit Johnny nichts machen. Dr. Lee ist auch nicht ansprechbar. Hier hinten ist nichts, das Fenster ist nichts. Die Urkunden sind nichts. Der Schrank ist nichts, der Bücherschrank. Und die Liege, die können wir auch nicht nehmen. Hm. Ich bin ganz ehrlich gerade ein bisschen ratlos, was wir hier noch brauchen. Ja, die hatten wir ja schon, die Handtasche. Nein, will ich doch gar nicht. Hm. Ich mach mal ganz kurz an dieser Stelle hier einen Speicherstand. Damit ich euch nicht zu sehr langweile. Und suche jetzt mal ohne euch weiter. Und wenn ich es gefunden habe, dann schalte ich wieder zu. Und dann geht's weiter, okay? Bis dahin.